Die meisten Menschen lieben Schokolade. Die Hälfte aller Schokolade weltweit essen die Europäer. 1,5 Millionen Tonnen im Jahr. Das sind 15 Milliarden Tafeln. Jeder Deutsche isst etwa 11 Kilo im Jahr. Und doch ist Schokoladeessen vielleicht kein so harmloses Vergnügen, wie wir glauben. Vor allem nicht für Kinder in Afrika. Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie, von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren und damit Straftaten zu verschleiern. Ich will herausfinden, was an den Vorwürfen dran ist. Mein Name ist Miki Mistrati. Ich werde mich auf eine gefährliche Recherche begeben, um selbst zu sehen, ob diese Verbrechen wirklich geschehen. Arbeiten Kinder als Sklaven auf den Kakaoplantagen? Meine Reise beginnt in Köln, auf der Internationalen Süßwarenmesse, der weltweit größten. Jedes Jahr versammeln sich hier auch die Schokoladenhersteller und werben für ihre Waren. Schokolade besteht zu großen Teilen aus Kakao und der wird aus Kakaobohnen gewonnen. Ich möchte wissen, woher die Firmen ihre Kakaofrüchte beziehen. Kommen die Kakaobohnen aus Südamerika oder aus Afrika? Afrika. Elfenbeinküste. Aus Afrika und Südamerika. Meist Ghana oder... Elfenbeinküste. Ja, Elfenbeinküste. Elfenbeinküste? Ja, Elfenbeinküste. Das kleine westafrikanische Land Elfenbeinküste ist der weltgrößte Produzent von Kakaobohnen. Für unsere Schokolade sollen dort Kinder als Sklaven arbeiten, heißt es immer wieder. Von woher beziehen Sie die Kakaobohnen? Aus verschiedenen Regionen der Welt. Die meisten aus Afrika, also Elfenbeinküste und Ghana. Okay. Und von wo genau an der Elfenbeinküste? Wir wissen, wo unsere Produkte herkommen. Wir arbeiten mit den drei größten Firmen in Belgien, also Barry Callebaut, Cargill und Belcolade. Ich habe von Kinderhandel und Sklavenarbeit gehört. Was wissen Sie darüber? Am besten sprechen Sie darüber mit den Vertretern von Barry Callebaut. Die arbeiten direkt mit den Kakaokooperativen vor Ort und stellen sicher, dass die Leute vernünftig für die Kakaobohnen bezahlt werden. Okay. Die Schweizer Firma Barry Callebaut ist der größte Kakaolieferant für die Schokoladenindustrie. Die meiste Ware wird an der Elfenbeinküste eingekauft. Wie viele Angestellte haben Sie an der Elfenbeinküste? Das weiß ich nicht auswendig. Wir haben ungefähr 1000 Leute, die in den Herkunftsländern arbeiten und insgesamt 7500 Angestellte. Was ist mit den Gerüchten über Kinderarbeit und Kinderhandel? Gibt es das an der Elfenbeinküste? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Aber wenn es das gibt, dann sind es nur Einzelfälle. Nehme ich an. Ich war mehrmals in diesen Ländern. Wenn es das gibt, ist das zu verurteilen. Das ist natürlich völlig inakzeptabel. Niemand hier scheint wirklich zu glauben, dass die Gerüchte stimmen. Ich werde also dorthin reisen, wo die Verbrechen geschehen sollen. Laut UNICEF arbeiten weit mehr als 200.000 Kinder auf den Kakaoplantagen Afrikas. Also fliege ich mit meinem Kamerateam nach Westafrika. Das erste Ziel, Mali. Es heißt, dass Kinder aus Mali verschleppt und an die Kakaoplantagen der Elfenbeinküste verkauft werden, um dort zu arbeiten. Ich würde mich sehr freuen, wenn meine Recherchen ergeben, dass das nicht stimmt. Denn eigentlich dürfte es diese Verbrechen gar nicht mehr geben.
Die großen Firmen der Schokoladenindustrie haben im Jahr 2001 eine Vereinbarung getroffen. Das sogenannte Harkin-Engel-Protokoll. Unterzeichnet ist es von den Top-Managern der Branche. Und es legt fest, dass Kinderhandel und Kinderarbeit in der Schokoladenindustrie ab 2008 verboten sind. 7 Jahre gab sich die Industrie, um das Abkommen umzusetzen. Ich bin in Mali angekommen. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Mit einer sehr jungen Bevölkerung. Nach Schätzungen sind mehr als die Hälfte der etwa 13 Millionen Einwohner jünger als 15 Jahre. Die Behörden in Mali bestreiten, dass von hier aus Kinder verschleppt werden. Offen wollen nur wenige reden. Deshalb werde ich auch mit versteckter Kamera arbeiten. Recherchen über den Kinderhandel sind gefährlich. Ich habe in Mali einen wichtigen Informanten, Youssou Traoré. Er leitet ein kleines Hospital und eine Schule für die Ärmsten der Armen. Das Schicksal von Kindern liegt ihm besonders am Herzen. Jeden Tag verschwinden Kinder hier in der Gegend. Youssou Traoré zeigt mir den Ort, an dem die Suche beginnen kann. Wir haben gehört, dass von dieser Busstation aus Kinder an die Elfenbeinküste gefahren werden. Es ist ein Drehkreuz für den Handel zwischen Mali und dem Nachbarland. Wir müssen mit versteckter Kamera drehen, denn uns wurde die Drehgenehmigung verweigert. Kinderhandel gäbe es hier nicht, heißt es. Der Weg der Kinder soll von hier zur kleinen Grenzstadt Segoa führen, von wo sie über die Grenze geschmuggelt werden. Wir wollen mehr darüber wissen. Deshalb gehen wir zur Busfahrergewerkschaft der Stadt. Hier soll es jemand geben, der mit uns reden will. Gibt es hier Kinderhandel? Kinderhandel hat es hier immer gegeben. Von der Busstation werden ständig Kinder weggefahren. Die Jungen, die an die Elfenbeinküste gebracht werden, sind zwischen 12 und 14 Jahren alt. Die Mädchen zwischen 11 und 12. Seit Jahren versucht Idrissa Kanté, den Kinderhandel zu stoppen. Er hat eine lange Liste der Kinder, die er bislang retten konnte. 2006, da habe ich 132 Kinder davor bewahrt, über die Grenze verkauft zu werden. 97 Jungen und 35 Mädchen. 2007 waren es 140 Kinder, 99 Jungen und 41 Mädchen. 2008 und 2009 rettete er dann 150 Kinder. Manche waren erst 7 Jahre alt. Es waren Kinder aus Mali, Burkina Faso, Niger. Der Busfahrer sagt uns, wo wir die Unternehmer finden, die den Kinderhändlern die Fahrkarten verkaufen. Von einem der Busunternehmer wollen wir Näheres wissen. Er kennt das Geschäft der Kinderhändler genau, will aber nicht vor die Kamera. Die Händler transportieren 10 bis 15 Kinder pro Bus nach Korogo an der Elfenbeinküste. Dort gibt es einen Ort, wo die Kinder festgehalten und dann an die Kakaobauern verkauft werden. Die Händler fahren die Kinder also mit dem Bus an die Grenze. Von da aus geht es weiter mit Motorrädern, auf Nebenstraßen, über die Grenze. Mitten im Gespräch taucht plötzlich ein Mann auf. Sie haben ein Mädchen. Schnell! Der Mann hat beobachtet, dass eine Kinderhändlerin ein Mädchen in den Bus gesetzt hat. Als wir zum Bus kommen, ist die Frau verschwunden.
Das ist das Mädchen, das Sie aus dem Bus geholt haben. Wie heißt du? Mariam. Woher kommst du? Segu. Segu, das ist ein Dorf 500 Kilometer von hier. Warum ist sie hier? Was hat die Frau dir erzählt über die Elfenbeinküste? Sie hat gesagt, ich verdiene dort Geld. Hast du ihr geglaubt? Ja. Das Mädchen sagt, dass es 12 Jahre alt ist. Sie sollte in Bouaké arbeiten, einer Region mit Kakaoplantagen. Vermisst du deine Familie? Was sagen deine Eltern, wenn du ohne Geld zurückkommst? Sie werden wütend sein. Aber was werden sie sagen? Dass ich kein Geld verdient habe. Geh nach Hause. Geh nie an die Elfenbeinküste. Das ist ein sehr böser Ort. Dort gibt es Menschen, die dich verletzen würden. Das Mädchen wird jetzt an Sozialarbeiter übergeben, die es nach Hause bringen. Yu Shao ist erschüttert. Gleich zu Beginn unserer Recherche finden wir ein Kind, das verkauft werden sollte. Das ist sehr traurig. Das bricht mir das Herz. Ich erlebe das nicht zum ersten Mal. Es passiert wieder und wieder. Deshalb geht es mir schlecht und ich muss weinen. In dieser Gegend geschieht so etwas jeden Tag. Ich fahre weiter nach Segua, eine kleine Stadt an der Grenze. Aber ich mache auf dem Weg einen Zwischenstopp. In einem Dorf mit gerade einmal 500 Einwohnern. Hier sind Kinder von Sklavenhändlern weggelockt worden, heißt es. Wie viele Kinder aus dem Dorf sind weg zur Elfenbeinküste? Bisher sind es 130. Wenn sie verschwinden, wie alt sind die Kinder dann? 12, 13, 14 Jahre. Sie treffen einen Fahrer auf der Straße. Wenn er kann, nimmt er sie mit. Auch Kakaobauern kommen zum Markt her und nehmen Kinder mit, ohne es den Eltern zu sagen. Wir fahren weiter in Richtung Grenze. Yu Shao Traoré begleitet mich. Wir geben uns als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation aus, denn Journalisten sind hier nicht gern gesehen. In Segua treffen wir einen Restaurantbesitzer, der den Kinderhandel beobachtet hat. Werden hier jeden Tag Kinder verkauft? Manche Tage sind schlimmer als andere. Aber ja, jeden Tag. Wenn die Busse hier ankommen, dann steigen die Kinder ganz schnell aus und werden mit Motorrädern weggefahren. Das alles passiert sehr schnell, aus Angst vor der Polizei. Musa Koulibaly kontaktiert für uns einen Kinderhändler. Eine Stunde später erscheint er. Er lässt sich filmen, aber wir müssen ihm versprechen, seinen Namen nicht zu nennen. Am Kinderhandel sind viele Menschen beteiligt. Einer bringt die Kinder zur Grenze, ein anderer über die Grenze. Dort nimmt sie wieder ein anderer in Empfang. Also es ist nicht nur einer, der das alles macht. Und wenn die Leute hier sagen, sie machen beim Kinderhandel nicht mit, dann lügen sie. Die Plantagenbesitzer geben uns Geld, damit wir die Kinder über die Grenze fahren. Ich habe das oft gemacht.
Wir erfahren, dass die Verschleppung an diesem Busbahnhof beginnt. Von hier fahren sie die Kinder über die Grenze. Der Weg führt über diese Nebenstraße direkt nach Pogo, einem Städtchen an der Elfenbeinküste. Wir aber fahren wieder zurück nach Segua und warten auf den nächsten Bus. Ein paar Stunden später ist der Bus aus Sikasso angekommen. Was ist mit all den Jungen? Im Chaos rund um den Bus laufen die Kinder weg. Aber die Kinderhändler fahren ihnen auf ihren Motorrädern nach. Sie fangen die Kinder ein, wollen sie über die Grenze transportieren. Yushao Traoré und ich wollen ihnen folgen. Wir brauchen ein Motorrad, sofort. Schnell, schnell, schnell. Wir folgen den Kinderhändlern auf einer Nebenstraße. Bald schon haben wir die Grenze passiert und sind in der Stadt Pogo. Dort suchen wir die Kinder und die Händler. Wir finden einen Jungen, der gerade über die Grenze geschmuggelt worden ist. Hey, Eddie, wo geht's dir blöd? Warum weinst du? Ha? Wo geht's dir blöd? Warum weinst du? Ha? Ich suche Ali. Ha? Ali. Wer ist Ali? Der Fahrer des Busses da drüben. Ha? Der Mann, dem der Bus gehört. Ah. Kommst du aus Mali? Ja. Der Junge wird bald in den Süden transportiert werden, zur Arbeit auf den Plantagen. Wir aber wollen Pogo und damit den Norden der Elfenbeinküste schnell wieder verlassen. Die Region ist gefährlich, wird von bewaffneten Milizen kontrolliert, die mit den Kinderhändlern zusammenarbeiten. Am Abend fahren wir aber noch einmal zum Busbahnhof von Pogo. Was habt ihr hier zu suchen? Lass uns hier besser abhauen. Los, weg hier! Man hat begonnen, Verdacht gegen uns zu schöpfen. Recherchen über die Kakaoindustrie sind gefährlich. Im April 2004 wurde der kanadische Journalist Guy-André Kiffer an der Elfenbeinküste entführt. Er arbeitete an einem Bericht über Bestechung und Geldwäsche beim Kakaohandel durch die Regierung des Landes. Er ist nie aufgefunden worden. Der Fall ist bis heute nicht geklärt. Im Hotel übe ich mit zwei neuen Helfern, wie man mit versteckter Kamera arbeitet. Yushao Traoré kann mich nicht länger begleiten. Er muss nach Hause zurück. Wir teilen uns auf. Meine Mitstreiter reisen auf dem Landweg zu den Plantagen. Ich fliege in die Kakaohauptstadt im Süden, nach Abidjan. Abidjan ist eine Millionenstadt mit einem großen Hafen. Von dort aus wird der Kakao verschifft. Hier finden wir sie, die großen Hersteller Nestlé, Cargill,
ADM und Barry Kalebot. Sie alle haben hier ihre Hauptquartiere und kaufen fast die gesamte Kakaoernte der Elfenbeinküste. Hier werden 42% aller Kakaobohnen weltweit umgeschlagen. Der Weg beginnt auf den Kakaoplantagen. Die Kakaofrüchte werden geerntet und die Bohnen in der Sonne vergoren und getrocknet. Dann werden die Bohnen von den Zwischenhändlern für 1 Euro das Kilo aufgekauft und weiterverkauft an die Exporteure. Dort werden die Kakaobohnen gewaschen, verpackt, weiterverkauft und auf Schiffe verladen. Jetzt kosten sie 2,50 Euro das Kilo. An den Börsen wird die Ware dann an die Schokoladenfirmen verkauft. Die verarbeiten die Bohnen zu Kakaopulver und Kakaobutter. Und daraus machen die Schokoladenproduzenten ihre Produkte. Aus 1 Kilo Kakao, für das die Bauern 1 Euro bekommen haben, werden rund 40 Tafeln Schokolade. In Abidjan habe ich einen Termin bei SAF Kakao, einem der größten Kakaoexporteure der Welt. Die Firma exportiert in die USA und nach Europa. Sie macht einen Profit von 135 Millionen Euro im Jahr. Diese Kakaosäcke werden an Nestlé und andere Schokoladenproduzenten geliefert. Der wichtigste Rohstoff für die 3 Millionen Tonnen Schokolade, die jährlich weltweit verzehrt werden. Ein Riesengeschäft. Ali Lakis, der Chef und Besitzer von SAF Kakao, ist zu einem Interview bereit. Zuerst einmal sollten Sie wissen, dass ich mein ganzes Leben in der Kakaoindustrie gearbeitet habe. Und ich habe da nie ein Kind zwischen 10 und 16 Jahren gesehen, das auf einer Plantage arbeitet. Es gibt da keine Kinder. Eine glatte Lüge. Meine Helfer haben inzwischen eine Kakaoplantage im Norden der Elfenbeinküste erreicht. Sie finden dort Kinder bei der Arbeit. Kleine Jungen. Einige tragen scharfe Messer, um Kakaofrüchte von den Bäumen zu schlagen. Ich kann es der ganzen Welt versichern, nicht nur Amerika und Europa. Die Elfenbeinküste ist ein Land, in dem es keine Kindersklaven auf den Plantagen gibt. Es arbeiten keine Kinder auf den Plantagen, das ist sicher. Ein Komitee hat das untersucht und es gibt keinen einzigen Beweis für Kindersklaven. Nicht einmal an den Grenzen. Sie glauben also nicht, dass Kinder aus Mali und Burkina Faso zur Elfenbeinküste gebracht werden, um auf den Plantagen zu arbeiten? Nein. Wir sind der größte Produzent. Haben Sie eine Ahnung, was für eine weltweite Katastrophe das auslösen würde, wenn die Leute kein Kakao mehr kaufen würden? Also spielen Sie nicht leichtfertig mit solchen Worten. Sehen Sie sich ruhig um. Es gibt keine Kindersklaven auf den Plantagen. Immerhin, Ali Lakis hat uns sehr deutlich gemacht, warum er lügt. Es ist die Angst ums Millionengeschäft. Es wäre natürlich auch naiv zu erwarten, dass er die Wahrheit sagt, wo auch er offenbar doch von Kinderarbeit profitiert. Ebenso naiv ist es zu glauben, dass sich die Wahrheit vertuschen lässt. Ich fahre zurück ins Zentrum von Abidjan. Meine Recherche hat das Interesse der höchsten Regierungskreise des Landes geweckt. Ich werde eingeladen, den Mann zu treffen, der verantwortlich ist für den Kampf gegen den Kinderhandel. Er ist Staatssekretär im Arbeitsministerium, zudem enger Vertrauter des Präsidenten. Sein Name, Tohe Adam Malik. Hallo. Yeah. Hello, how are you? Hi, thank you, and you? Schön, Sie zu treffen. Nice to meet you. Gleichfalls. Was führt Sie her?
Eine Fernsehdokumentation über Kakao und über Probleme in der Kakaoindustrie. Was für ein Problem? Was für eins? Was für eins? Die Kinder. Die Kinderarbeit. Ja, also kennen Sie das Problem. Es ist kein Problem. Wir wissen, was vorgeht. Also wissen wir auch, wie wir damit umgehen müssen. Es ist kein Problem mehr. Kommen Sie in mein Büro. Monsieur. It's more comfortable. Okay. To sit down. I went to the northern part of. Ich bin im Norden gewesen, an der Grenze bei Sigua. Dort gibt es Kinderhändler, die Kinder über die Grenze bringen. But honestly, between you and me, okay? Mal ganz ehrlich, unter uns. Die Kakaoernte beginnt im Oktober und endet im März. Wenn Sie Leute sehen, die im Juli, September oder Oktober kommen, dann ist das nicht wegen des Kakaos. Zu der Zeit gibt es keinen Kakao und keine Arbeit auf den Plantagen. Viele Leute machen an der Elfenbeinküste Urlaub. Es ist ein beliebtes Urlaubsziel. In Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire is like we are foreign. We want to go to France. Wir fahren gerne nach Frankreich oder in die USA in den Urlaub. Okay. Und die kommen halt hierher, machen Urlaub. Sorry, a bus with 20 kids. Aber wenn Sie einen Bus mit 20 Kindern sehen, dann denken Sie, die arbeiten auf einer Plantage. Aber von Juli bis September ist da nichts zu tun. What about in April? Und im April? Im April, das ist was anderes. Ich habe es im April gesehen. Im April verhindern wir das. Sicher, manche versuchen es. Aber Sie müssen verstehen, selbst wenn es manche versuchen, es gibt ein Gesetz dagegen. Kinderhandel und Kinderarbeit verstoßen gegen unser Gesetz. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War mir ein Vergnügen. Okay, thank you very much. Auch die Elfenbeinküste gehört zu den Unterzeichnern des Harkin-Engel-Protokolls zur Abschaffung von Kinderarbeit. Es ist Erntezeit. Ich will jetzt selbst zu den Plantagen fahren, um mit meinen eigenen Augen zu sehen, was dort vorgeht. Ich wähle eine beliebige Plantage. Sie liegt in der Region, aus der SAF Kakao seinen Kakao bezieht. Nach mehreren Stunden auf staubigen Straßen erreichen wir die Plantage. Wir gehen zu Fuß weiter. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Bald finden wir eine Hütte und dort Männer und vier kleine Jungen mit Macheten. Sie kommen aus Burkina Faso und es sieht nicht so aus, als ob sie hier Urlaub machen. Ich erfahre, dass die Kinder zwischen 10 und 12 Jahren alt sind. Keines von ihnen besucht eine Schule oder spricht die Landessprache. Sie arbeiten hier. Das steht außer Frage. Gemäß internationalem Recht ist Kinderarbeit aber illegal. Und die großen Schokoladenproduzenten haben uns Verbrauchern versprochen, dass es so etwas seit 2008 nicht mehr gibt. Haben sie ihr Versprechen gebrochen? Wollten sie es womöglich nie halten? Wir setzen unsere Suche auf anderen Plantagen in der Gegend fort. Dort sehen wir noch viel mehr Kinder. Immer mehr. Beim Arbeiten. Wie grotesk und verlogen erscheinen nun die Worte des Chefs von SAF Kakao und auch des Regierungsbeamten. Habt ihr Feierabend? Nein, wir essen nur. Ach so, ihr macht Pause.
Wann fangt ihr wieder an? Um 3 Uhr also. Wessen Kinder sind das? Aha, der Vater ist auf Reisen. Ihr alle arbeitet also auf der Kakaoplantage? Ja. Die beiden erwachsenen Arbeiter scheinen uns zu misstrauen. It's difficult to know if they are telling the truth. Schwer zu sagen, ob sie die Wahrheit sagen. Einige scheinen aber zu wissen, dass Kinderarbeit ein Problem ist. Es wird jetzt viel über das Problem gesprochen. Und wenn Sie jemanden mit einem Weißen sehen und die fragen danach, dann sind Sie vorsichtig. Sollen wir lieber die kleine Kamera einsetzen? Ja. Ich werde also wieder mit versteckter Kamera drehen. Vielleicht erfahre ich dann mehr. Wir brauchen Beweise. Wie funktioniert das System? Wie kommen die Plantagenbesitzer an die Kinder? Da ist einer. Wir treffen auf jemanden, von dem sich herausstellen wird, dass ihm diese Plantage gehört. Guten Abend. Arbeiten Sie hier? Ja. Was müssen wir tun, wenn wir Kinder suchen, die für uns auf einer Plantage arbeiten sollen? Mein Bruder ist hier. Wenn ihr ihm sagt, wie viele ihr braucht, dann besorgt er sie euch. Und wie teuer ist es, ein Kind herzuschaffen? Ab 230 Euro. Ein Kind kostet 230 Euro. Ein Preis, der sich vielleicht noch herunterhandeln ließe. Dafür bezahlt man die Reise des Kindes zur Plantage. Und dafür kann man es unbegrenzt ausbeuten. Man hat das Kind gekauft. Und das Kind selbst bekommt natürlich nichts für seine Arbeit. Diese Kindersklaven ernten vor unseren Augen Kakaoschoten. Manchmal gelingt es Kindern, von den Plantagen zu fliehen. Wir treffen zwei Jungen aus Mali. Sie haben als Sklaven auf einer Plantage an der Elfenbeinküste gearbeitet. Wolltet ihr auf einer Kakaoplantage arbeiten? Nein, überhaupt nicht. Wenn wir langsam gearbeitet oder uns sogar geweigert haben, dann haben sie uns geschlagen. Es gab dort viele Kinder. Wir haben alle versucht abzuhauen. Die Plantagenbesitzer haben uns gejagt. Wir haben uns eine ganze Nacht versteckt. Am nächsten Tag hat uns ein Mann gefunden und uns geholfen, nach Hause zu kommen. Es besteht gar kein Zweifel. Kinderhandel und Kinderarbeit sind auf den Kakaoplantagen an der Elfenbeinküste offenbar auch weiterhin sehr verbreitet. Und das, obwohl die internationalen Schokoladenhersteller 2001 beschlossen haben, Kinderarbeit nicht mehr zu dulden. Ich werde zu diesen Schokoladenfirmen gehen, die Kakao von hier kaufen. Was werden sie sagen, wenn ich sie mit den Beweisen konfrontiere? Werden sie etwas unternehmen, um die Kinderarbeit zu stoppen? Während meiner Recherche bin ich auf eine Operation von Interpol gestoßen, der internationalen Polizeiorganisation. Kurz bevor ich hierher gekommen bin, gab es einen Großeinsatz auf den Kakaoplantagen im Osten des Landes. Ich fahre zum Interpol-Büro in Abidjan. Hallo, Mister. Bei der Polizeiaktion waren wir auf den Straßen, auf den Märkten und auf den Plantagen. Wir haben 2 Tage intensiv die Lage sondiert, um die Kinder zu finden. Einen Tag später sind wir in die Städte gefahren. Am letzten Tag der Operation hatten die Leute dann mitbekommen, dass die Polizei da war. Sie haben die Kinder versteckt, in den Häusern.
Da hatten wir keinen Zugang. Da kamen wir nicht an sie ran. Wie viele Kinder wurden bei der Operation gerettet? Insgesamt haben wir 65 Kinder gerettet. Diese 65 Kinder wurden Hilfsorganisationen übergeben und dort ausführlich befragt. Henri Blemin zeigt uns den Interpol-Bericht, in dem festgestellt wird, dass die Kinder aus Mali stammten. Aus Burkina Faso, Niger, Nigeria, Togo und Benin. Wir haben 8 Kinderhändler verhaftet und verhört. Sie sitzen jetzt alle im Gefängnis. Waren Sie überrascht, Kinder zu finden, die auf den Plantagen arbeiten? Überrascht? Nein. 65 Kinder, teils krank durch die Arbeit mit Pestiziden und die Mangelernährung. Müssten die Schokoladenproduzenten all diese Tatsachen nicht sehr gut kennen? Haben sie doch hunderte Angestellte an der Elfenbeinküste. Thank you. Ich möchte nun zur SAF Kakao zurück, um den Chef dort mit unseren Recherchen und der Interpol-Operation zu konfrontieren. Wenn Interpol, eine angesehene staatliche internationale Polizeiorganisation, Kindersklaven auf den Kakaoplantagen befreit, wer will dann noch leugnen, dass es dort Kinderarbeit gibt? Was wird der SAF-Kakao-Chef Ali Lakis dazu meinen? Bei unserem letzten Treffen haben Sie mich informiert, dass es auf den Plantagen keine Kinderarbeit gibt. Aber Interpol hat gerade 65 Kinder gerettet. Was sagen Sie dazu? Das ist in den Medien. Eine Katastrophe. Die Zeitungen sprechen darüber. Das ist im Fernsehen, in den Nachrichten. Hier hat man ein Kind gefunden, da 5. Der Kerl, der sie gefahren hat, sitzt im Gefängnis. Sie werden mir zustimmen, dass unsere Regierung gegen die Kinderarbeit auf den Plantagen kämpft. Immerhin. Jetzt also gesteht auch er ein, dass es ein Problem gibt. Mit meinen Rechercheergebnissen aus Mali und der Elfenbeinküste fliege ich zurück nach Europa. Mein Ziel ist die Schweiz, Genf. Die Schweiz, das berühmte Schokoladenland. Hier ist auch der Sitz vieler internationaler Behörden, wie die Internationale Arbeitsorganisation ILO, die zur UNO gehört. Sie kämpft weltweit gegen Kinderhandel und Kinderarbeit. Die ILO hat mit der Schokoladenindustrie das Harkin-Engel-Protokoll unterzeichnet, das die Kinderarbeit auf den Kakaoplantagen beenden sollte. Das Abkommen, von dem wir jetzt wissen, dass es nicht eingehalten wird. Hello. Hello. I'm Mickey Mistrati. Frank Hageman. Yeah. Nice to meet you. Was halten Sie davon? Es ist entsetzlich und es ist ein Skandal, dass wir sowas immer noch zu sehen bekommen im Jahre 2010. Und es ist noch mehr ein Skandal, wenn es geleugnet wird von Beteiligten und zudem noch von einigen Regierungsvertretern, wie Sie vorhin mir berichtet haben. Ich denke, der Wille ist da auf Seiten der Industrie. Bloß muss endlich mal dazu übergangen werden, konkret etwas zu tun. Man hat die letzten 10 Jahre in erster Linie damit verbracht, das Problem zu diagnostizieren. Das war auch wichtig, weil man zu wenig darüber wusste.
Aber inzwischen ist die Zeit, glaube ich, reif, zu größerer Aktion überzugehen. Ganz sicher ist die Zeit reif. Aber was unternimmt die Schokoladenindustrie, um das Problem wirklich zu bekämpfen? Sie gibt an, im Jahr 6 Millionen Euro für Hilfsprogramme aufzuwenden. Ein Vergleich. Allein Nestlé hat einen jährlichen Umsatz von mehr als 70 Milliarden Euro. All diese Firmen habe ich um ein Interview gebeten. Alle haben abgelehnt, meine Beweise anzusehen und dazu Stellung zu nehmen. Stattdessen lediglich eine Stellungnahme ihres Verbandssprechers. Darin steht, dass die meisten Kakaoplantagen nicht im Besitz der Firmen sind, die Schokolade herstellen oder Kakao liefern. Und das wird als Argument dafür genommen, dass man keine Verantwortung für Vorgänge auf den Plantagen hat, obwohl das Abkommen doch ausdrücklich vorsieht, dass die Plantagen kontrolliert und zertifiziert werden sollen. Diese Argumentation zeigt, dass die Schokoladenindustrie Kinderhandel und Kinderarbeit zumindest duldet. Denn sonst müssten die Hersteller mehr unternehmen, mehr Plantagen kontrollieren und wirklich nur von denen kaufen, auf denen es garantiert keine Kinderarbeit gibt. Ich möchte Nestlé, den weltweit größten Lebensmittelkonzern, dazu bringen, meine Bilder zu sehen. Nestlé macht seit 50 Jahren an der Elfenbeinküste Geschäfte. Wir sind vor dem Firmengebäude, auf öffentlichem Grund. Gemäß internationalem Recht ist Kinderarbeit aber illegal. Und die großen Schokoladenproduzenten haben uns Verbrauchern versprochen, dass es so etwas seit 2008 nicht mehr gibt. Haben sie ihr Versprechen gebrochen? Wollten sie es womöglich nie halten? Ich zweifle nicht, dass bei Nestlé die Probleme auf den Plantagen sehr gut bekannt sind. Aber ich möchte, dass auch die Mitarbeiter von Nestlé die Chance haben zu sehen, wie ihr Kakao angebaut wird. Keine Reaktion. Warum weinst du? Warum weinst du? Stattdessen kommt nur die Schweizer Polizei. Offenbar stören wir, wenn wir über Verbrechen an Kindern in den Herkunftsländern des Kakaos informieren wollen. Ist das ein Film für oder gegen Nestlé? Es ist ein Film für die Kinder und gegen Kinderhandel und Kinderarbeit. Auch wenn hier niemand hinsehen will, wir haben sie gefunden. Opfer und Profiteure von schmutziger Schokolade.